Jo, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft, meine Damen und Herren. Wir sind hier stehen geblieben, als wir eine Wand angestarrt haben, was natürlich unglaublich gut ist, um eine neue Folge anzufangen. Das ist Spannung pur. Wir wollen in dieser Session endlich mal unser Haus fertig bekommen, obwohl wir gerade eben nachts haben. Und Leute, mir brät das Fleisch vor den Rippen. Es ist so fucking unfucking fassbar heiß. Und da darf ich jetzt auch mal das F-Wort benutzen, weil es ist halt wirklich so. Da hilft auch Mr. Chicken Bear nichts mehr. Das ist wirklich, das ist pervers, ganz ehrlich. Und es ist ja auch so, dass es irgendwie immer so dermaßen schwankt und das wirkt sich auf meinen Kopf immer ganz pervers aus. Da habe ich dann irgendwie an einem Tag so, ja, da fühle ich mich dann so wie das Skelett, ja, da habe ich dann Kopfweh. Und am anderen ist dann wieder total kalt und es wird total heiß und was weiß ich, ey. Also richtig, richtig krass. Keine Ahnung, was sich der gute Herr da oben gedacht hat oder wer auch immer das Ganze steuert. Was machen wir jetzt mit dem Kerl da drüben, weil der steht im Schatten. Ist jetzt natürlich nicht so cool. Und eigentlich habe ich auch keine Lust, mich mit dem zu betteln, aber er muss ja weg. Und Knochen sind vielleicht auch gar nicht so schlecht, falls wir mal einen Hund treffen werden. So, jetzt mal gucken, ob ich hier nochmal ausweichen kann. Ne, das klappt kein zweites Mal. Aber mit zwei Schlägen ist er auch schon weg. Und wollte gerade eben noch anfangen zu brennen, aber das lassen wir mal schön. Ja, was gibt's hier zu erzählen, meine Damen? Ich habe mich natürlich wieder umgeschaut auf meinen tollen Promi-Seiten, ein bisschen durch die Gegend gegoogelt. Aber bevor wir über die neuesten Promi-News der Woche sprechen, möchte ich mir natürlich nochmal kurz anschauen, was wir jetzt am Haus weitermachen wollten. Wir hatten ja helles Holz besorgt. Soweit sind wir ja immerhin nicht. Wenn ich zoome, dankeschön. Gekommen und jetzt geht's natürlich ans Dach und dann irgendwann an die Inneneinrichtung unserer guten Stube, unserer guten Bude. Übrigens noch kurz ein bisschen Eigenpromotion, wer noch nicht genug von Minecraft hat, sagt man eigentlich am Ende von der Folge. Es ist am Wochenende, beziehungsweise gestern, nee, vorgestern am Samstag, sollte die neue Adventure Map online gekommen sein. Hoffe ich doch mal schwer, wenn YouTube alles richtig gemacht hat, also wer sich dafür interessiert, mal reinloge. Und jetzt mal hier kurz nach oben gebaut, um dann weiter an der eigentlichen Fassade zu basteln. Also ich muss dazu erwähnen, dass es jetzt hier wirklich mal wieder so eine Aufnahme zwischen Tür und Angel, wie ich es eigentlich ganz und gar nicht mag. Es ist total heiß. Ich habe irgendwie nachher nur 4 Stunden Schlaf, weil ich am Morgen noch in den Europapark trampel. Also es ist krass, aber alles für meine liebsten Zuschauer. Jetzt, also nicht wundern, wenn ich ein bisschen desorientiert bin, aber das kennt man ja inzwischen. Also, wie machen wir das Dach? Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja eigentlich ein Freund von solchen schönen Flachdächern, das finde ich ja ganz cool. Aber so ein Giebeldach wäre eigentlich auch mal was Feines. Es sieht nämlich einfach besser aus. Machen wir da jetzt ein Steindach? Moment, also ein Steindach wäre ganz nett. Wir haben ja auch Steinslabs gemacht, deswegen ein Steindach mit Übergang zu einem großen Dach, also zu einem Holzdach irgendwie so in etwa. Da hat man irgendwie so eine Steinlegierung ganz unten und oben mehr so Holz. Das fände ich eigentlich ganz schnieke. Also jetzt aber mal wirklich zu den Promi-News. Das, was mich interessiert, es gibt schon wieder was von Miley Cyrus zu berichten. Und Leute, ganz ehrlich, ich beömmel mich da immer halb weg, wenn ich mir das durchlese. Das heißt, ich beömmel mich nicht weg, weil es irgendwie so total uninteressant ist. Also da gibt es teilweise Nachrichten, da schlägt man sich die Hand vor den Kopf und auch von Leuten, von denen man noch nie was gehört habe. Also entweder bin ich schon wirklich komplett am Zahn der Zeit vorbei oder es ist einfach nicht mein Ding. Also Miley Cyrus, die hat einen Film gemacht, ja, der heißt LOL, also Laughing Out Loud, und der ist ein totaler Misserfolg. Also anscheinend hat sogar ein Kinobesitzer berichtet, hey, schau mal zu, da waren nur 12 Leute in meinem Kino, da kann ich mir das nicht von bezahlen, was soll denn der Shit? Und da hätte es irgendwie zu wenig Promotion gegeben. Miley Cyrus hat das nur mal getwittert, warum man einen Film macht und dann nur darüber twittert und das nicht weiter promotet, ist mir zwar auch unklar, aber lass mal das einfach mal weg. Und das war dann schon total spannend und dann habe ich weiter runtergescrollt und habe da was über den Luca Henny, Penny, Pfenny, wie auch immer heißt, also den neuen DSDS-Gewinner, Klammer aus der schwache Person, gefunden. Und jetzt warte mal. Ach komm, ich mach das mal ganz zu mit Stone Slabs. Und das hat mich natürlich dann brennend interessiert, weil der hat anscheinend nicht gewusst, wer Alexander Claus ist. Nein! Das ist nämlich der erste DSDS-Gewinner. Die Staffel habe ich damals tatsächlich noch gesehen, so als kleiner Stöpsel. Fand damals Daniel Kübelböck komischerweise total toll. Und das benutze ich jetzt einfach mal als miese Überleitung, um so ein bisschen über Castingshows zu plaudern. Das wollte ich schon länger mal machen, weil das eigentlich so eine Sache ist, mit der ich mich sehr oft beschäftige, gerade im Zuge von Fernsehkritik.tv. Eine Homepage, die ich nur empfehlen kann, beziehungsweise eine Sendung, die ich nur empfehlen kann, mit Holger Krämeyer, heißt der gute Mann, glaube ich, ist ein super, super, super Format, das sich sehr, sehr kritisch mit dem heutigen Fernseher auseinandersetzt, was man auch machen muss, weil irgendwie 90% davon uninnovativer Bullshit ist, den man sich nicht mal irgendwie auf einem miesen Bier festgeben würde, wo irgendwie nur 60-Jährige durch die Gegend rennen und besoffen alten Frauen auf die Schenkel hauen. Um es mal kurz so zu vergleichen. Also da kann ich mich ewig aufregen, ja. Mir ist jetzt schon warm, da wird es mir wahrscheinlich gleich noch wärmer, wenn ich da irgendwie in Fahrt komme, aber nochmal zurück zum Luca Henny, Penny, Benny, Penny, was weiß ich was, der hat ja wie gesagt DSDS gewonnen. Gab es ja davor auch irgendwie so einen Skandal, dass irgendwie RTL schon mal irgendwelche komischen, ah Moment, ich darf ja hier, ich sollte nicht so viel nennen, ne?
Das, ich meinte nicht RT, ich meinte LTML. Und warum habe ich das Buch, nicht das Buch, das Buch habe ich nicht kaputt gemacht, warum habe ich das Boot kaputt gemacht? Ja, also da gab es so einen kleinen Skandal, dass irgendwie schon die Tourdaten bekannt gegeben waren, bevor der Gewinner bekannt war, aber dann wurde es irgendwie doch der andere, also keine Ahnung, was da schon wieder irgendwie schief lief. Hab noch nicht die aktuelle Folge von Fernsehkritik TV gesehen, als ob irgendwas dazu gesagt wurde. Hat er wahrscheinlich, denke ich mal. Also das wird sich der gute Fernsehkritiker nicht entgehen lassen, dazu seinen Senf abzugeben. Warum mache ich das eigentlich so? Bau einfach das mal weg. Das können wir irgendwann mal machen, wenn wir hier wirklich eine schöne Mine draus bauen wollen. So, aber zurück zu dem Gewinner. Der hatte eben auf irgendeiner komischen Gala oder was weiß ich was, hat er den Alexander Klaus nicht erkannt, dachte, das wäre irgendwie so ein Moderator. Ist natürlich wirklich unglaublich tragisch und unglaublich schlimm. Alle haben geweint in Sturzbächen. Das ist wirklich, also jegliche Hungerkrise oder jeglicher Bürgerkrieg oder Demonstration oder was, das ist ein Witz dagegen. Ja? Wenn man den ersten DSDS-Gewinner nicht erkennt, dann hat man geschissen im Leben. Ja? Das muss auch in jeder Bewerbung irgendwie drin stehen. Und das wurde dann da eben irgendwie ganz groß aufgetuscht und da dachte ich mir dann auch schon wieder, Castingshows. Das ist schon so ein Ding. Also da hat ja jeder so seine geteilte Meinung dazu. Ich finde Castingshows grundsätzlich ein unterhaltsames Format. Ich finde das lustig, ich finde das eigentlich ganz sympathisch und ich bin auch niemand, der irgendwie was dagegen hat, wenn man mal eine Folge DSDS anschaut, ja. Gerade eben bei den Castings ist das ja witzig, aber das Problem, das halt immer besteht, wie bei allen Formaten, wo eben nicht geschauspielt wird, sondern reale Personen vor die Kamera gezerrt werden, ist die Bloßstellung. Und das übertreibt so ein gewisser Sender, der dieses gewisse Format Deutschland sucht den Super-Heini betreibt, ab und zu schon mal so ein bisschen. Also da wird dann mit Effekten irgendwie eingespielt, wenn irgendwie eine etwas dicklichere Person in den Raum kommt, dann hört man schon Trampelschritte, als wird gerade eben ein riesen Wal-Golem-Mongole irgendwie da reinhampeln, ja. Also was heißt mit Mongole, meine ich jetzt hier die riesigen Fantasy-Wesen mit einem Auge. Jetzt nicht verwechseln hier mit dem medizinischen Begriff, den es ja in gewisser Weise auch mal gab. Und das ist dann halt schon so eine Sache, wo es meiner Ansicht nach sehr, sehr kritisch wird, weil die Leute wollen da ja eigentlich was erreichen und wenn sie dann halt nichts können, dann sollte man da sinnvolle Kritik geben und die nicht irgendwie komplett fertig machen. Das gehört natürlich zum Format dazu, ist witzig, ist lustig, haha, aber wenn man es übertreibt, ist es halt, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Es ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite aber sehr, sehr stark übertrieben und es ist halt auch einfach zu repetitiv. Es ist zu sehr einfach nur darauf ausgelegt, dass da Kohle gemacht wird. Die Stars sind total austauschbar. Es sind immer irgendwie die gleichen Tucken. Man kann irgendwie voraussehen, wer jetzt wo weiterkommt, wer jetzt wann wie wo rausfliegt. Und es ist halt auch, wie gesagt, durch diese Anruferei und drum und dran, das ist Geldmacherei auf höchstem Niveau, ja. Also so viel Kohle, das ist da übrigens, das finde ich immer witzig, wann wird eigentlich diesem Sender mal Geldgeilheit vorgeworfen? Warum macht man das immer auf YouTube? Also ich finde den Begriff ja eh bescheuert, aber ich finde nur die Logik dahinter irgendwie ein bisschen blöd. Aber das mal beiseite. Zurück zum eigentlichen Kritikpunkt. Es liegt halt zu wenig auch der Fokus auf der Musik. Also teilweise singen die da echt wie Kraut und Kranich. Also nicht so, dass man da irgendwie sagen würde, von denen möchte ich mir unbedingt eine CD kaufen. Das reicht jetzt eigentlich vom Stein her. Das ist alles irgendwie so, das will ich mir irgendwie jetzt nicht zwingend irgendwie geben. Also meiner Ansicht nach jedenfalls. Und die Verschlimmerung des Ganzen, ich wollte schon sagen Verschlimmbesserung, aber ist da nichts wirklich besser, ist jetzt auch dieses DSDS-Kids. Übrigens, ich schaue das immer irgendwie, wenn ich mal bei Freunden bin oder sowas und der Fernseher läuft eben nebenbei, dann schaue ich da mal rein. Ich schaue das hier ganz sicher nicht oben habe ich nicht meine Fernsehverbindung gerade eben. Bis ich dann ganz hoch ziehe, werde ich wahrscheinlich mal eine haben, aber das dann nur für so Sendungen wie Neo Paradise, ja. Oder allgemein in seiner ZDF-Neo, von dem ich bisher ziemlich begeistert bin. Oder TV Total oder irgendwie sowas. Das kann man sich ja noch reinpfeifen. Aber dieses DSDS-Kids, das jetzt auch noch kam, das ja wirklich, also das Schöne ist, sie haben die Castings rausgelassen, wie ich das mitbekommen habe. Also es wurde niemand bloßgestellt, weil da wäre auch wirklich ich mit auf die Barrikaden gegangen, weil Kinder irgendwie im Fernsehen bloßstellen ist mit eines der, man kann schon wirklich sagen, perversesten Dinge, die gehen. Das haben sie rausgelassen, das ist nett. Und Dieter Bohlen bringt auch nicht irgendwie seine üblichen dummen Sprüche oder sonst was. Nee, die werden da schon ganz nett behandelt, die Kinderlein. Ich muss zum Crafting Table, zum Bastelkasten. Und da war ich eigentlich ganz positiv überrascht, aber es ist halt auch so eine Sendung, wo man halt merkt, da steckt außer ich will Kohle nichts dahinter. Weil da konnte jetzt niemand irgendwie überragend gut singen. Da findest du auf YouTube irgendwie besser singende Kinder und da hat noch irgendwie jemand so eine nette, hat irgendjemand noch mir Easy kaputt gemacht von Crow, den ich ja als Rapper ziemlich feiere. Du hörst Crow, Kedos, du bist voll Mainstream. Ja, ich finde Crow gut und Problem damit. Ja, das ist auch so eine Sache immer mit diesem Mainstream-Gewehr, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber geplaudert. Und ich habe immer noch keine, ich sollte nicht gleichzeitig reden und spielen. Ja, genau, dann kann ich gleich aufhören mit dem Kanal. Aber ich sollte nicht gleichzeitig mich so in das Thema vertiefen und dann nichts mehr in Minecraft an sich machen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also Castingshows sind schön und gut. Was zum Beispiel sehr, 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 sehr schön war The Voice of Germany. Da ging es wirklich mit um den Gesang, was eben auch durch diese Sache war, dass das, wer es nicht kennt, da saßen eben die Jurymitglieder, saßen auf Stühlen, die sich rumdrehen ließen und haben, wenn ein Mitglied
oder nicht ein Mitglied, wenn eben ein Teilnehmer auf der Bühne stand und gesungen hat, waren die rumgedreht. Das heißt, die wurden nicht irgendwie vom Aussehen oder so beeinflusst, was ja auch wirklich, da besteht ja auch wirklich die Gefahr, ja, dass man irgendwie vom Aussehen beeinflusst wird. Das ist einfach so. Habe ja schon öfter erklärt, dass das in der Gesellschaft so verankert ist. Und den Menschen kann man auch nichts gegen machen, egal wie sehr man sich gegen sträubt. Und da ging es dann eben wirklich nur um die Musik. Und das waren eben auch Leute von, ja, von musikalischer Größe in gewisser Art und Weise, die halt auch eine gewisse Ahnung vorzuzeigen hatten. Also was jetzt Bruce Darnell eben bei einem Gesangscasting zu tun hat, das erschließt sich mir nicht wirklich. Ja, der Mann, der soll das schön weiter ein bisschen durch die Gegend hoppeln und Schakschi, Schakschi in meine Hose Kacke machen. Sowas durch die Gegend tun und dann passt das, aber Musik? Nö, das soll er mal lassen. Moment, jetzt muss ich hier gucken, dass ich nicht irgendwo land, wo es mich zu sehr auf die Schnauze legt. Aber guck mal, wir haben sogar richtig was am Haus gebaut, während wir hier gelabert haben und da drin könnte was spawnen. Deswegen bringen wir einfach mal random 2-3 Fackeln an. Und den Rest machen wir dann, nachdem der Tag wieder angebrochen ist. Denn Herausforderungen haben wir ja schon genug in Creeper Quest. Boah. Die Stimme, die kann ich, glaube ich, auch nicht mehr lang machen. Das habe ich in den letzten paar Tagen so überstrapaziert. Also auch anderen in der Schule so rumgelaufen. Wie so ein kleiner Gollum, von hinten gekommen. Hallöchen, mein Schätzelein. Boah. Aber gerade gar nicht gut. Ja, jetzt, das gefällt mir aber so nicht ganz wirklich. Das sieht immer so aus nach so einem schlechten Bungalow, nach so einem miesen Bunker, in dem irgendwie eigentlich keiner wohnen will. Und da oben brennt jemand. Hallo. Jetzt brennt da niemand mehr. Aber erstmal möchte ich eigentlich auch die Inneneinrichtung ist halt, mach erstmal das hier hin. Und wir brauchen natürlich noch Scheiben. Wir brauchen Scheiben, da müssen wir ein bisschen Sand abbauen. Das haben wir hier Gott sei Dank direkt vor der Haustüre liegen. Aber wie baut man da jetzt schön was ein an Scheiben? It's a little bit difficult right now. Eigentlich so große wären ja ganz nett. Obwohl mir passt eine Sache noch nicht so ganz. Und zwar eigentlich das alles mit den Stone Slabs passt mir nicht so ganz. Das wirkt irgendwie so abgedruckst, finde ich. Also, da müsste vielleicht nochmal so ein ganzer Steinblock hin. Ah, soll ich das jetzt machen? Komme ich gerade nicht mal so am Kopf, dass man es hört? Hat man es gehört? Ich weiß es nicht. Ja, es sind ja die ganzen Läuse auf dem Tisch. Boah. So, tot. Nee, also das ist jetzt hier irgendwie, das gefällt mir nicht so, wie es mir eigentlich gefallen sollte. Ach, probieren wir es einfach mal so und schauen, wie es nachher aussieht. Mir läuft da schon wieder Schweiß von der Stirn. Das ist echt, diese Hitze, Leute, das ist für einen Let's Player ist das echt nicht geil. Also für mich jedenfalls nicht, weil ich habe hier gerade eben ein Dachfenster und bei einem Dachfenster, das kennt jeder, der ein Dachfenster hat, staut sich die Hitze über den Tag wie Arsch. Die kriegst du bis 5 Uhr nachts nicht mehr raus. Und dann kommt eben sofort wieder eine Neuladung von dem Shit. Und das ist halt eben beim Aufnehmen, wo man eh einfach so ein bisschen aktiver ist von der Körperspannung, von der Anspannung her, vom Labern, von allem drum und dran eben, ja. Und wenn dann halt noch so eine dumme Hitze dazu kommt, dann denkst du dir halt schon fast, ey, nö. Nö. Also nicht, dass du dann, nö, ich will nicht aufnehmen, aber dann ist das alles so eine Ecke anstrengender als sonst. Jetzt mal schauen, ob wir irgendwas Schönes rauskriegen, das muss doch irgendwie gehen. Ah, nee, Moment, hier will ja der Ofen hin, dann machen wir da mal erstmal keine Scheibe. Aber ich mache jetzt hier gerade eben so große, so längliche Scheiben, wenn man das vielleicht bemerkt. Die auch schön von der Symmetrie gerade eben reinpassen. Und das sieht doch eigentlich gar nicht so mies jetzt gerade eben aus. Habe ich ein bisschen übertrieben vorher, dass das aussieht wie sonst was. Habe ich eigentlich auch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich möchte es vielleicht anders haben. Nur, das finde ich eigentlich sogar ganz, ganz nett. Nein, Kedos, du laberst Scheiße. Sieht total mies aus. Nee. Hier, das muss man wieder zumachen. Das sieht nicht cool aus. Da hängen wir lieber ein Bild hin oder irgendwie sowas. Was haben wir denn da hinten alles? Nichts mehr. Das verschwindet einfach mal wieder. Hier drüben, das hat mir jemand erzählt, habe ich eine Insel, da könnte ich doch schön mal Weizen ansetzen. Das machen wir übrigens auch mal kurz, nur ganz kurz ein bisschen Weizen. Vielleicht haben wir da drüben Gras, dann kann ich das da gerade schauen, dass da irgendwelche Samen rauskommen. Und dann mache ich da mal eine kleine Weizenfarm, wo ich dann immer schön ein bisschen rübersegeln kann. Meine kleine Weizenfarm, mehr, ja, mein Schiefkuder. Schöne Schiefkuder. Ja, aber das ist doch gerade gar nicht so schlecht, die Aufnahme, wie ich erwartet hatte. Also ich hatte mit viel, viel Schlimmerem gerechnet, gerade eben bei dem Thema. Bei den Themen habe ich immer das Problem, ich handle die mit euch ab in Minecraft und habe dann immer das Gefühl, ich habe was vergessen, hätte irgendwas anders ausformulieren sollen. Das hatte ich bei einem Podcast zum Beispiel nie. Übrigens bei dem Podcast, bitte ganz fragen, wann kommt wieder ein Podcast, wann, etc. pp. Ich kann euch gar nicht sagen, wann. Ich habe ein bisschen was geplant mit dem Podcast. Das Problem ist nur, dass da hinten zwei Kürbisse stehen und mich dumm angrinsen und mir sagen, hey,
Kedos, du hast viel zu wenig Zeit. Und die habe ich derzeit gerade eben wirklich. Also es ist schon fast so ein kleiner, sehr, sehr schmaler Grad, auf dem ich mich bewege mit Schule, Privatleben und Let's Plays und allem drum und dran. Dass ich das noch so auf die Reihe bekomme, das überrascht mich immer wieder in gewisser Art und Weise selbst. Deswegen jetzt noch irgendwie die Podcasts, ich sage bewusst Plural, weil den Einzelnen wird es, wenn er nicht mehr geben, das ist derzeit leider nicht machbar. Das werde ich vielleicht mal in den Ferien irgendwie angehen, dass ich das alles schön einrichten kann. Aber gerade eben sehe ich da leider. Ich habe ja schon Samen. Sehe ich da leider keine Hoffnung. Also es tut mir wirklich tierisch leid für die Leute, die sich immer auf den The Kedos Zone Podcast gefreut haben. Ja, ganz ehrlich, das finde ich selbst blöd. Aber es geht gerade eben einfach nicht anders. Also gerade eben Podcast ist leider Sense. Ich bin sehr froh, wenn ich es schaffe, irgendwie die 10 Folgen Let's Play pro Woche zu bringen. Das sind ja wirklich inzwischen 10 Folgen, was ein ganz schöner Batzen ist. Das bemerken ja nicht alle von euch. Aber gut, genug gejammert, genug erklärt. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn von Minecraft Let's Play. Jetzt singen sich wieder irgendwelche Leute: Ey Mann, ich hab dich nur wegen Minecraft abonniert. Hör auf, über deinen eigenen Kanal zu reden, Alter. Jetzt, wie mache ich hier denn irgendwie? Das muss ja eigentlich nochmal provisorisch werden. Soll ich ja eigentlich erst App nennen? App nennen sollte ich's. Obwohl. Doch, App nennen ist nötig. App nennen. App nennen ist ein doofes Wort. Was für eine Blamage. Von Family Guy gesehen. Was für eine Blamage. Sag mal Garage. Garage. Blamage Garage. Wie mache ich das denn jetzt? Ach komm, ich trage einfach mal alles ab. Dann habe ich auch direkt ein bisschen Erde zur Verfügung. Die findet man ja in Minecraft wirklich selten. Deswegen ist das ganz praktisch, wenn man da was dabei hat. Und gerade habe ich ja eh nur so viel, dass ich mache hier irgendwie so eine Naturfarm. Ah, ich habe ja noch gar keine Hure gemacht. Wo ist mein Bastelkasten? Da hinten. Und da mal ein paar Tadeos durch die Gegend schwimmen. Warum mache ich eigentlich den Bastelkasten da hinten hin? Den könnte ich auch mal direkt mitnehmen. Bastelkasten. Bastelkasten. Was schmeiß ich immer weg? Die Stickies. Die braucht doch niemand. Er braucht den Sticks. Die drei Stück. Wir haben's ja. Moment mal, schwebt da hinten ein Block in der Luft? Es verschwindet immer so, wenn ich da hingucke. Das ist doof. Boah, immer das mit der traurigen Musik. Ich hoffe mal, dass ich bald wieder ein bisschen fröhliche Musik bekomme. Fröhliche Musik ist wichtig für die Seele. Da hinten haben wir Strand inklusive Dschungel, also Riesending hier, Riesending. Ein Riesending wird auch die nächste Folge Let's Play Minecraft. Bis dahin, tschau, tschüldö und reingehauen.